Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Ja, wir haben von Sherlock die Aufgabe erhalten, zu Barnes zu gehen und ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit Watson machen oder ob Sherlock himself dorthin geht, aber ich denke, wir sind Sherlock, also geht er selber hin und beauftragt nicht Watson dazu. Ja, es ist wieder hellichter Tag oder es ist immer noch hellichter Tag. Ich frag mich ja, wie viel Uhr wir es im Game haben. Mal schauen. 7:15. Ja. 18:48 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob das morgens sein soll oder eher abends. Aber ich glaube doch eher abends. Ja. Dann mal schauen, was uns Baden sagen kann. Mr. Holmes, Dr. Watson, was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Was? Ein paar Monate? Es kam mir aber jetzt gar nicht so lange vor. Höchstens nur ein paar Tage. Okay, wir müssen ihm das Buch geben. Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch... Ein echtes Museumsstück. Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten. Okay, und nun? Fortschritt? Glauben Sie mir, dieses Buch enthält eine mächtige Sprache, wie eine Art dunkle Magie. Furchtbar beeindruckend. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich fertig bin. Ich wundere mich, dass man da überhaupt irgendwas lesen kann, weil, wie ihr sehen könnt, ist das, einfach nur Geschmiere. Also eine riesige Schmiererei. Mehr ist da nicht zu erkennen. Was steht dort auf der Zeitung? Ich kann es nicht lesen, weil es ist irgendwie spiegelverkehrt. Ja, keine Ahnung. Die Blume muss immer noch gegossen werden. Ich weiß auch jetzt nicht, was wir hier machen sollen, ne? Also er sagt uns Bescheid. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach wieder zurück in unser Apartment. Ja gut. Wenn das Spiel das so will. Und das Fleming ist weg. Aber sie steht hier immer noch und wartet. Also ich kann das gar nicht glauben, dass wir monatelang weg waren. Es waren doch nur ein paar Tage. Da muss Sherlock aber einen ganz schön großen Blackout haben. Vielleicht gibt es ja etwas Neues in der Zeitung. Mal schauen. Na, gibt's was Neues? Strand, kaufen Sie den Strand! 3 Schiffe noch immer auf See verschollen! Alle an Bord wahrscheinlich tot! Kaufen Sie den Strand! Das Neueste über die verschwundenen Schiffe! Gib mir die neueste Ausgabe, mein Junge. Danke, Mister. Okay, wir haben eine neue Ausgabe von Der Strand. The Strand. Vom 2. Dezember 1894. Sturm des Jahrhunderts. Das furchtbare Unwetter, das viele mittlerweile den Sturm des Jahrhunderts nennen, tobt jetzt über der schottischen und irischen Küste. Es dauert nun schon 2 Wochen an und die Behörden befürchten, dass es an Stärke noch zunehmen könnte. Zeugen berichten, dass der Wind stärker wird und man 12 Meter hohe Wellen gesehen hat. Wow. 12 Meter sind schon sehr, sehr hoch. Der Sturm richtet großen Schaden in der Schifffahrt und unter den Seefahrern an.
34 Schiffe sind als vermisst gemeldet worden und als dieser Artikel in den Druck ging, hingen hunderte Leben in der Schwebe, während Seeleute gegen die tobenden Elemente kämpften. Leider darf die Rettungswacht der königlichen Marine wegen der Gefahr keine Suchmannschaften losschicken. Solange der Sturm noch tobt, werden nur Glück und Glaube die Verlorenen auf dem Meer nach Hause zurückbringen. Ihr einziger Hoffnungsschimmer ist, dass die meisten Leuchttürme noch arbeiten. Die Straßen stehen zwar fast alle unter Wasser, aber die Wärter, die Beschützer der Küsten und die letzten Freunde der Seeleute halten mutig ihre Stellung, auch wenn sie vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Ihre Majestät, die Königin, beriet sich anlässlich einer Rettungskonferenz mit ihren Ministern über die Krise an der Küste und man erfuhr, dass auf der ganzen Welt gerade ähnliche Phänomene auftreten. Oh, ich glaube, das Ganze hat irgendwas mit diesem komischen Zeug zu tun, wo wir gerade auf der Spur sind. Ja, mit Cthulhu und Meereswesen und Kraken und hast du nicht gesehen und das hat ja alles was mit Wasser zu tun und eine außergewöhnliche Eigenschaft des Unwetters, das unsere Küsten terrorisiert, scheint zu sein, dass es das Wetter überall auf der Welt beeinflusst und ähnliche Stürme erschafft. Oh ja, und eine süße Zeichnung. Berichte vom Festland aus Amerika, Afrika und Ozeanien sprechen alle von sich rasch verschlechternden Bedingungen auf See. Einige Gelehrte spekulieren, dass die momentane Stärke und Richtung des Sturms an unseren Küsten die Stärke der Wellen in anderen Meeren vergrößert. Also nach dem Motto Butterfly-Effekt? Doch ein weltweiter Effekt dieser Größe wäre der erste seiner Art. Okay. Die französische Polizei stammelt. Zweifellos kommt die französische Polizei immer zu spät. Im ungeklärten Fall des mysteriösen Einbrechers, A.L., dessen Raubzüge wir mit großer Regelmäßigkeit verfolgt haben, traf die Polizei auf ein großes Hindernis, nämlich die ungehemmte Bewunderung der Opfer für diesen cleveren Dieb. Eine reiche exzentrische Erbin wurde kürzlich um ein Vermögen an Edelsteinen erleichtert, deren Wert mehrere hundert Millionen Francs übersteigt. Die örtlichen Behörden ließen ihr Anwesen überwachen, da es als Hauptziel für den notorischen Dieb galt. Letzte Nacht beobachtete man einen Schatten, der die Mauer erkletterte, über das Grundstück lief und das Haus betrat. Die Polizisten ließen die Falle sofort zuschnappen, mit einer ganzen Brigade als Verstärkung. Sie stürmten das Haus, versetzten den Haushalt in Panik und rannten in die privaten Gemächer der Erbin. Sie war im Nachthemd und verkündete keck, der Juwelendieb sei gerade aufgetaucht. Nach ein paar Minuten, sehr, sehr langen Minuten, gab sie zu, dem Einbrecher einen alten Geheimgang in ihrem Zimmer gezeigt zu haben, durch den er fliehen und der Polizei entgehen konnte. Der Gang führte zu einer naheliegenden Zugstation. Die schockierten Staatsdiener gingen wortlos, ohne die leichte Mahlzeit, die die Lady des Hauses für sie vorbereitet hatte, zu sich zu nehmen. Zweifellos braucht sie mehr als ein paar Croissants, um die Versicherungsgesellschaft davon zu überzeugen, ihr den Wert der gestohlenen Steine zu ersetzen. Oh ja, ich denke mal, sie hat sich von Arsène Lupins Charme bezirzen lassen und hat ihn dann einfach so laufen lassen. Ja. Ja, die Frau ist nicht besonders klug. Watson, sehen Sie nur die Nachrichten über all die vermissten Schiffe. Ich habe eine Idee, aber dafür brauchen wir eine Karte der schottischen Küste und des angrenzenden Meeres. Es hat keinen Sinn, Barnes zu fragen. Ich möchte seine Aufmerksamkeit nicht von der Übersetzung ablenken. Das stimmt wohl, Holmes. Aber wo sonst könnten wir eine solche Karte finden? Wo könnten wir so eine Karte finden? Eine Karte finden bei Barnes natürlich, oder nicht? Oder? Bei uns oben. Moment. Moment. Textdokumente. Nee, das nicht. Dialoge. Barnes, nein. Wo ist denn... Was? Auf jeden Fall, wir sollen eine Karte finden. Moment. Karte? Wir reisen mal zu Kai Nummer 13. Das ist doch ganz einfach. Wenn wir eine Seekarte suchen, dann müssen wir zum Hafen. Haha, ich bin so klug.
Okay. Ja. Guten Tag, Sir. Guten Morgen, Gentlemen. Hätten Sie gern ein halbes oder etwas feineres? Danke, aber im Moment brauche ich nur Informationen. Ihr gutes Ale muss leider warten. Zu schade, wirklich. Wissen Sie zufällig, wo ich Karten der örtlichen Gewässer bekomme? Sie werden im Büro des Hafenmeisters aufbewahrt. Aber ich fürchte, nur wer geschäftlich im Hafen zu tun hat, darf dort hinein. Sie verstehen. Ganz genau. Ich brauche eine Karte des schottischen Gebiets, wo all diese Schiffe in letzter Zeit Schiffbruch erlitten haben. In der Tat. Welch traurige Geschichte. All die armen Seelen, die auf dem Meer verloren gingen. Es scheint, als wäre der Teufel selbst dort am Werk. Warten Sie mal. Eine Karte der schottischen Küste, sagen Sie? Ich glaube, ich habe eine in meinem Zimmer da drüben, hinter der Bar. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn und sehen Sie selbst nach. Wenn Sie sie finden, können Sie sie mitnehmen. Okay, er hat uns jetzt einen Schlüssel gegeben. Wir sollen hinter die Bar... Ich brauche etwas. Ja, den Schlüssel, das ist das, was ich meinte in der letzten Folge. Und zwar finde ich es ziemlich schade, dass das Spiel nicht automatisch den letzten Gegenstand anwählt, den man zuletzt aufgenommen hat. Das würde einiges erleichtern. Aber naja, das kann man jetzt sowieso nicht mehr ändern im Nachhinein. Hier sind doch Karten. Da. Ah, wir müssen wahrscheinlich diese hier nehmen. Genau. Ich habe, was wir brauchen, Watson. Jetzt sehen wir uns einmal diese Karte an. Oh, wow. Ziemlich groß. Okay. Die Koordinaten... Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten an, Watson. Kein Geheimnis kann einem wendigen Verstand entgehen. Ja, ich brauche ja die Koordinaten. Textdokumente, Davies Code. Ich vermute ja ganz stark, das sind halt Koordinaten, also 56 Grad, 43, 6, auch wenn ich überhaupt nicht so die Karte lesen kann. Also, ich muss wahrscheinlich dann mehr raten als, also mit Koordinaten und so, ich weiß nicht. Es war nie so mein Ding. Ups. Ja, mal schauen. Also, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ist das Längengrad oder? 56. Es wird einem auch gar nicht angezeigt, wo man jetzt steht, ne? Also, es könnte ja so eine Zahl hier irgendwo sein, wo man jetzt ungefähr ist. Aber hier ist 6. Okay, dann vermutlich 6. Kann ich hier nicht rauscrollen oder so? Wo ist denn hier 56? 57? Da ist 56. Ich hab doch keine Ahnung. Es könnte ja überall hier sein auf der Karte. Momentchen mal, das muss auf jeden Fall auf der 6 sein. Das muss auf der 6 sein und dann steht hier, weil in beiden Koordinaten haben wir die 6, ne? Also 6 Grad irgendwie. Echt keine Ahnung. 43. Moment mal, dann müsste das doch ungefähr hier sein. Hier? Hier? Irgendwo? Was steht da? Adna Merken oder Adna Murchan oder pff. Ich hab keine Ahnung. Also die 6 ist aber richtig.
Die 6. Edna Mokan, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hier. Watson, das bedeuten diese geheimnisvollen Zahlen. Länge und Breite. Sie geben einen Punkt an der schottischen Küste namens Ardna Merkham an. Bringen wir den Schlüssel zurück zum Wirt und fragen ihn, ob er diesen Ort kennt. Ganz ehrlich, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Also, ich kann nicht so mit Koordinaten. Ich bin auch eigentlich nicht so gut in Erdkunde. Ja. Man kann ja schließlich nicht in allem gut sein. Dafür bin ich in Mathe eigentlich gar nicht so schlecht. So. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? In der Tat, Sie hatten recht. Ich habe die Karte gefunden, genau wie Sie gesagt haben. Können Sie etwas mit dem Namen Ardna Merkham anfangen? Aber ja, das ist ein Leuchtturm an eben dieser Küste. Der Legende zufolge wurde er über einem Piratenversteck errichtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dieser Ort befindet sich mitten in dem Sturm, der all diese Schiffe zerschellen lässt. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Gebäude. Man sagt, der Kerl, der es gebaut hat, Stevenson hieß er, glaube ich, der hätte den Eingang mit fremden Symbolen, ägyptischen Obelisken und sogar einem Hund mit Flügeln verziert. Komisches Zubehör für einen Leuchtturm, nicht wahr? Oh ja, sehr, sehr seltsam. Und was bedeutet das jetzt für uns? Können wir jetzt irgendwo hin? Können wir uns jetzt hier so ein Boot nehmen oder was? Vielleicht müssen wir wieder zurück nach Barnes Buchhandlung. Ja, wenn wir jetzt da noch etwas zu erledigen hätten, dann hätten wir da ja auch gar nicht weggekonnt, ne? Also denke ich mal, dass es schon richtig ist. Also werde ich jetzt mal zu Barnes gehen. Ich habe nämlich gerade jetzt nicht so hundertprozentig zugehört. Mr. Holmes, es ist mir gelungen, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dieses Buch ist recht alt. Es erzählt von einer schrecklichen Sekte, die sich merkwürdigen Wesen verschrieben hat. Die Beschreibungen sind vage, aber wir können annehmen, dass der Ursprung dieses Mythos im zerstörerischen Leviathan aus der Bibel liegt. Eine Kreatur, die angeblich in einer seltsamen Stadt unter dem Meer schläft und träumt. Ein Albtraum, der im Meer schläft. Ganz genau. Die Seiten, die Sie mich zu übersetzen baten, enthalten ein Gebet oder eine Anrufung dieses Wesens und die Beschreibung der dazugehörigen Zeremonie. Um ehrlich zu sein, was in diesem Buch beschrieben wird, müsste einen zum Lachen bringen, wenn da nicht diese schrecklich obszöne, morbide und blutrünstige Sprache wäre. Und diese Zeremonie, was können Sie mir darüber sagen? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht lachen. In dem Buch steht, dass vor Hunderttausenden von Jahren, während einer bestimmten Sternenkonstellation, ein Priester diese Riten vollzogen hätte und dabei den Namen eines zerstörerischen Leviathans ausgerufen hätte. Der Priester intonierte seinen Namen und rief ihn auf die Erde zurück, damit seine Anhänger ihm das geben konnten, was ihm zustand. Dann bat der Priester einen Vertreter jeder Nation der Erde, die Anrufung zu rezitieren und sich von einem gigantischen natürlichen Felsenturm, umgeben von Wasser, ins Meer zu stürzen. All das ist ziemlich absurd, nicht wahr? Bitte fahren Sie fort, Barnes. Wie Sie wünschen. Weiter steht da, dass die Zeremonie unter dem Bild des Boten der äußeren Götter stattfinden muss. Über diese Wesen steht dort sonst nichts Genaues mehr. Der Beschreibung zufolge sehe dieser Bote jedoch recht ähnlich aus wie die ägyptische Sphinx. Nur hat sein Gesicht keine Gesichtszüge und ist pechschwarz. Eine Götterstatue von gleichem Aussehen muss an der Zeremonie teilnehmen. Aber können Sie sich das vorstellen? Ein sogenannter Priester und eine internationale Menschenmenge auf einem Turm, die alle zusammen von einem gesichtslosen Steinlöwen mit Flügeln singen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Barnes. Sie sagen, dass diese Menschen sich ins Meer stürzen müssen, damit ihr Gott das bekommt, was ihm zusteht?
Aber worum geht es dabei? Was sucht dieser Gott? Das ist der lächerlichste Teil dieser Geschichte und beweist, dass es sich um einen reinen Mythos und Einbildung handelt. Selbst in der Theorie hätte diese Zeremonie niemals stattfinden können. Im Altertum wäre es nahezu unmöglich gewesen, Vertreter aus jeder Nation der Erde an einem Ort zusammenzubringen. Ich verstehe Sie, Barnes. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beantworten Sie meine letzte Frage. Was will dieser Leviathan von uns? In der Tat schulden wir diesem Wesen angeblich unsere Welt. Wenn man diesem Buch zufolge die Zeremonie abhält, die Menschen sich opfern und der Dämon angerufen wird, erhebt er sich und verschlingt die Erde. Ja, Holmes, Sie strebten nichts weniger an als das Ende der Welt. Was für ein Unsinn! Danke, Barnes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Die Zeitung von vor unserer Abfahrt. Suchen Sie sie, Watson. Es stand ein Artikel über die aktuelle Sternenkonstellation drin. So erfahren wir vielleicht genau, wie viel Zeit uns bleibt. Aber Holmes, Sie glauben doch wohl nicht. Die Zeitung, Watson. Suchen Sie diese Zeitung. Schottland, Adna Merkel. Sehen Sie, Watson! Das Licht ist kaum zu sehen! Das erklärt die zerschollenen und verschwundenen Schiffe in letzter Zeit. Holmes, wenn wir nicht bald einen Platz zum Anlegen finden, werden Sie unsere Namen wohl zu den armen Seelen schreiben, die in diesen Gewässern verloren gingen. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Das Meer, es hat ihn einfach verschlungen! Lämmer für die Schlachtbank! Watson, wir müssen das verhindern! Oh ja, wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Oh, da gibt es viel zum Anschauen. Verzeihung, falls ich zu viel diese Hilfe benutze, aber das macht es mir durchaus leichter. Und seht ihr das? Da vorne der Felsen, der sieht aus wie ein Widder, oder? Ja, ein Widderkopf. Konnten wir uns das nicht anschauen? Man hat sich besonders bemüht, dieser Statue ein schwarzes Gesicht ohne Gesichtszüge zu geben. Ja. Sieht etwas ägyptisch aus. Und sie hat tatsächlich keine Gesichtszüge. Kommen wir denn hier rein? Sie ist fest von innen verschlossen. Toll. Was machen wir denn jetzt? Okay, wir schauen uns weiter um. Hier sind überall Steine und Fackeln. Hier liegt Geröll. Oh, ein Seil. Können wir das mitnehmen? Dieses Seil ist nicht sehr stabil. Aber es ist das Beste, was wir haben. Okay, es ist nicht besonders stabil, aber das Beste, was wir haben können. Gut, dort vorne ist eine Hütte. Oh, gruselig. Oder? Noch mehr Seil. Noch eins. Ja. Das will er nicht mitnehmen. Schade. Wir müssen rasch handeln, Holmes. Ja, wir müssen rasch handeln. Das ist mir schon klar. Mal dort vorne hingehen zu diesem komischen Widerkopf, was wir da haben. Aha, nichts. Sieht aber schon sehr unnatürlich aus. Ja, ich weiß noch, dass es hier einiges zu sehen gibt. Zum Beispiel hier sind heiße Quellen. Ja. Aber Watson, hier sind drei Salzwassergeysire. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Okay, McGrinty. Textdokumente, Moment, Moment. Das war doch verschiedene Piraten. Unnatürliche Neigung. Ein Mann mit... Was? Was? Verlorener Schatz. Was sagte der denn? Ich weiß es nicht. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Was? So ist es nicht richtig? Watson, hier sind drei Salzwassergeysire.
Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Salzwassergeysire. Das Seil? Oder? So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Watson, hier sind drei... Ja, ich habe absolut keine Ahnung, was wir da machen sollen. Gibt es da nichts sonst noch? So ist es nicht richtig. Noch? Ja, nochmal von vorne. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du von mir willst, Sherlock. Ah, hier geht's wohl runter. Kommen wir hier runter? Nee, anscheinend nicht. Ich meine aber, dass wir hier runter konnten, oder Watson? Was meinst du? Wir müssen rasch handeln, Holmes. Okay. Was ist da? Da ist nichts. Nur ein schwarzes Meer. Und Überreste von einem Schiff. Salzwassergeysire. Irgendwas müssen wir damit doch machen können. Vielleicht mit einer Lampe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe hier auch nirgendwo eine Lupe, außer da. Ah, da können wir irgendwas machen. Da ist eine Hand. Ah, okay. Ah, mit der Stange. Momentchen mal. Mal schauen, ob wir die Tür aufbrechen können. Die Tür wurde geschaffen, um auch dem wildesten Angriff standzuhalten. Mit diesem Zahnstocher verschaffe ich mir in 1000 Jahren keinen Zugang. Watson, wir können nicht durch die große Tür hinein. Vielleicht können uns diese Piratenlegenden weiterhelfen. Ja, Piratenlegenden. Textdokumente. Der Strand. Nee, nein, nicht der Strand. Ah. Verschiedene Piraten. Der vorgab, der Liebhaber seines Schwagers zu sein. Wir beschließen nun dieses Kapitel über die Mannschaft berühmter Piraten mit dem schrecklichsten von allen, dem gefürchteten High McGrinty. Nie zuvor hatte eine Seefahrermannschaft so viele abscheuliche und blutige Untaten auf ihre Seele geladen wie McGrinty und seine Haie. Die Liste ihrer Gräueltaten würde mehrere Brände füllen. McGrinty selbst wird von den Experten als Bösewicht und Psychopath betrachtet, auch wenn seine Fähigkeiten als Seefahrer und Anführer unübertroffen waren. Dass er in der Schlacht keinen Gefangenen machte, ist gut dokumentiert. Unglückliche Überlebenden entweder aufschlitzen oder sie langsam zu verstümmeln. Bekannt ist auch seine unnatürliche Neigung zu toten Geistlichen, die von zahlreichen Zeugen bestätigt wurde, ein Mann mit gottlosen Vorlieben und die Menschheit verachtend. In letzter Zeit nahm das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person und seinen furchtbaren Ruf immer weiter ab und jüngere Generationen werden McGrinty nur noch aus den romantischen Geschichten über seinen berüchtigten verlorenen Schatz kennen. Diese Geschichten haben einen Hintergrund. McGrintys Schatz wird in den Aufzeichnungen der königlichen Marine als einer der wertvollsten seiner Art geschätzt. Gold, kostbare Steine, Juwelen und Kunstgegenstände sind nur ein paar der Reichtümer, die von seinen Piratenfüßen sind. Blablabla. Das größte Geheimnis ist sicher das Lager dieser legendären Beute. In all den Jahren tauchte nicht der kleinste Hinweis auf. Keine Goldmünze, kein Kleiderfetzen. Die Geschichte erzählt uns nur wenig über den Schatz, seinen früheren Kapitän und seiner Mannschaft. Moment. Blablabla. Aus der Mitte von 3 spuckenden Mündern, 30 Schritte Richtung Widder. Mehr wollte er nicht sagen, solange man ihm nicht sofortige, sichere Überfahrt zum nächsten Hafen sowie die Freilassung zusichern würde. Diese Forderung kostete ihn den Kopf. Seinen letzten Worten wurde kein Glauben gezollt. Ja, ja. Also, okay. Von der Mitte der Geysire. Ne? Von dem mittleren aus. Der mittlere. Welcher ist denn jetzt der mittlere? Da kommt er nicht durch. Watson, hier sind 3 Salzwassergeysire. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Richtung Widderkopf. 30 Schritte.
Okay. Das muss der richtige Ort sein. Sie kennen meine Methoden, Watson. Untersuchen wir den Boden genau. Okay, den Boden? Womit denn? Der Lampe. Ich brauche etwas. Das? Ah! Ich denke langsam, diese Piratengeschichten sind bloßer Aberglaube. Da könnten Sie schon recht haben, Holmes. Und was ist mit dem Geist? Wer weiß, Watson? Wer weiß? Holmes! Kommen Sie, Watson! Wir sind doch Männer der Wissenschaft, oder? Eine echte Gefahr erwartet uns in diesem Leuchtturm, wenn wir ihn erreichen. Zu Ihrer Beruhigung werde ich die Führung übernehmen und als Erster hinuntersteigen. Mal sehen. Das scheint mir ein recht steiler Abstieg zu sein. Wie sollten wir das angehen? Ja, keine Ahnung. Und das werden wir auch erst in der nächsten Folge herausfinden. Und irgendwie sieht das da gruselig aus, weil das sich da drin spiegelt. Das sieht aus, als wenn da irgendwie so ein Vieh im Wasser wäre. Ja, das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie es hier weitergeht, das seht ihr natürlich wieder im nächsten Part. Bis dahin, tschüss!